Die Feuerwehr wurde alarmiert zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Was für Lage habt ihr dann vorgefunden? Die Lage hat sich dann für uns so ergeben, dass zwei Personen eingeklemmt waren. Davon ist eine verstorben, das war der Fahrer, und den Beifahrer haben wir lebend retten können. Das heißt, die Rettung hat dann schnell gehen müssen? Laut Notarzt hat es geheißen, wir müssen sofort eine Crashrettung durchführen, was wir dann auch gemacht haben, wo sich aber dann leider ergeben hat, dass es zu spät war. Wenn man die Unfallstelle noch kurz beschreibt, was für Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt? Also es war ein LKW, zwei PKW und ein kleiner Laster. Fahrer, nimm sie mit.